Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Heute möchte ich ein paar Worte über eine Pandemie sagen, über die nicht viel gesprochen wird, und zwar über den Krebs und die Krebsentstehung. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 16 Jahren. Das Problem ist heutzutage, dass der Fokus auf Dinge gerichtet wird, die auch wichtig sind in der Medizin, aber häufig Dinge nicht angesprochen werden, die eben extrem wichtig sind in meinen Augen. Unter anderem gehört da das Krebsentstehen, die Krebsentstehung dazu, aber auch der Krebs selbst. Jeder zweieinhalbte Mensch hierzulande erkrankt an Krebs. Das sind ungefähr 40% in der Bevölkerung. Das ist ganz schön viel, finde ich. Von den Herzinfarkten und Schlaganfällen ganz abgesehen, das ist nämlich genauso viel. Also, es ist ein ganz freies Video. Ich erzähle heute etwas über die Entstehung einfach mal, was mir so einfällt, von Krebs, aber auch chronischen Erkrankungen, kann man damit reinnehmen. Und ich lese noch was aus einem Buch vor, Diagnose Krebs von Waltraud Frieda. Und ich zeige zum Abschluss noch ein paar Laborwerte ins Bild. Einfach mal bunt gemischt von Patienten, natürlich alles inkognito, was da so mitspielt. Es ist mir ein Anliegen, etwas aufzuklären. Das sind keine Videos hier, die gegen die Schulmedizin sind, nein. Aber ich finde, dass die Schulmedizin und die heilende Medizin, die ursächliche Medizin, doch zusammenspielen dürfen. Gut, dann fange ich gleich mal an. Ich zoome das mal her, sodass man das sieht. Das Schaubild so gut wie möglich. Ich mache es richtig nahe, dass ich möchte, dass man es wirklich erkennt. So. Und dann kann ich hier ein bisschen aufzeichnen. So, wer hier noch kein Video von mir gesehen hat, ich drehe die Videos immer selbst, alleine und schneide die auch nicht. Deswegen ist es so ganz live. So rede ich auch mit meinen Patienten. Gut, wir haben hier eine Zelle von unseren vielleicht plus minus 80 Billionen Zellen im Körper. Und wir haben hier ein Blutgefäß, das wäre dann ein Kapillarblutgefäß, wo eben auch der Sauerstoff und die Nährstoffe hier abgegeben werden, durchs Blut transportiert und an die Zelle abgegeben werden. Ich male das hier mal rein. So, wir haben hier zum Beispiel, ganz, ganz wichtig ist immer die Sauerstoffversorgung, O2, wird durch die roten Blutkörperchen hier transportiert, durchs Blut und dann wird alles per Diffusion hier in die Zelle transportiert. Der Sauerstoff gehört dann direkt in die Mitochondrien rein, die Kraftwerke, die Brennkessel in unseren Zellen, die uns Energie geben. Zeige ich nachher noch Laborwerte über die Mitochondrien am Ende des Vortrags. Dann haben wir Kohlenhydrate, also Zucker, Fette, Proteine und natürlich die ganzen weiteren Stoffe, die wir zum Leben brauchen, wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Pflanzenwirkstoffe und so weiter, die einfach extrem wichtig sind für unsere Zellen. Und dann haben wir hier den Zwischenzellraum, den Extrazellulärraum und den Intrazellulärraum in der Zelle. Der Extrazellulärraum, das ist da der Raum um die Zellen herum und keine Zelle berührt die eine Nachbarzelle. Das ist immer ein Raum dazwischen. Keine Zelle berührt ein Blutgefäß oder auch einen Nervenstrang. Die kommunizieren hier nicht durch eine Berührung, sondern per Diffusion und elektrische Potenziale und so weiter. So, was ist nun hier wichtig? Da gibt es viel zu sagen. Okay, erstmal sollte der Körper und das Blut auf einen pH-Wert liegen von 7,34 bis 7,44, so ungefähr. Also es
7,4 kann man sagen, sollte der pH-Wert im Blut sein. Das verzeiht unser Blut uns nicht, unser Körper. Wenn der sich verändert, dann wird sofort reguliert, solange die Regulation noch funktioniert. Und ja, was wird dann gemacht? Wenn wir sauer werden, das ist eine der Hauptursachen für eine Krebsentstehung. Eine. Wenn wir sauer werden, holt der Körper basisches rein ins Blut. Er muss das abpuffern. Er hat verschiedene Puffersysteme, körpereigene Puffersysteme. Wenn zu wenig von außen zugeführt wird, so kann man sich es ungefähr vorstellen. Ein Puffersystem wäre zum Beispiel die roten Blutkörperchen. Die steigen dann an. Die Erythrozyten können abpuffern, aber das Problem ist, wenn die dann abpuffern, dann werden die auch quasi leicht sauer, verlieren etwas an Kraft und dann bilden sich so Geldrollenphänomene und die Sauerstoffversorgung kann dann nicht mehr richtig funktionieren, da diese Geldrollenphänomene durch die Kapillaren gar nicht mehr so richtig durchpassen, weil ein rotes Blutkörperchen muss sich ein bisschen, wenn es ein großes, dickes Blutgefäß ist und es geht dann in die Kapillaren hinein, in die Bluthaargefäße, dann ist das rote Blutkörperchen etwas größer als die Kapillare und das muss sich dann verformen so ein bisschen, so kann man sich das vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Und so sieht man es. Also hier ist das rote Blutkörperchen und es muss hier in die Kapillare hinein, es muss sich leicht verformen. Und wenn dann natürlich so Geldrollenphänomene entstehen durch eine Übersäuerung unter anderem, dann passen die hier nicht mehr durch und haben eine Mangelsauerstoffversorgung und die Mitochondrien leiden dann, ist ja klar. Das ist einer der Gründe. Übersäuerung. Dann zieht der Körper aus, unter anderem in Knochen, Calcium und Magnesium raus. Dann kriegen die Menschen auch eine Osteoporose zum Beispiel oder ähnliches. Und um das Blut abzupuffern, ne, der holt dann aus den Reserven aus dem Körper dann die Mineralien raus. Wenn die Menschen dann zum Beispiel, nur als Beispiel zum Mitdenken, eine bioidentische Hormontherapie zum Beispiel bekommen gegen Osteoporose, also Progesteron zum Beispiel, das funktioniert, dann bleibt das Calcium und das Magnesium eher in den Knochen drin. Aber was macht der Körper? Er holt das Magnesium dann zum Beispiel aus den Muskeln raus, weil er holt sich das dann. Und dann kriegen sie Krämpfe, wenn sie dann so etwas einnehmen. Das ist dann die Folge und das habe ich schon oft erlebt. Also das sind dann diese Mechanismen, die ein Arzt oder Therapeut wirklich dann kennen sollte. So, dann geht es weiter. Wir haben natürlich hier durch unsere komplette Fehlernährung viel zu viel Zucker in der Nahrung. Hochprozessierte, ultraprozessierte Nahrungsmittel, die die Leute hierzulande konsumieren, ist natürlich eine Vollkatastrophe. Man sagt auch, dass ein Krebs entstehen zu 70% oder mehr entsteht durch falsche Nahrung. Gut, also zu viel Zucker, auch zu viel Natrium ist da drin. Und ist doch klar, wenn zu viel Zucker dann in die Zellen geht, der Zucker muss in die Zellen hinein, sonst haben die Leute einen erhöhten Blutzuckerwert und einen Diabetes dann. Der muss in die Zellen hinein, dann überzuckern quasi die Zellen, der muss in den Mitochondrien verarbeitet werden und das funktioniert schon häufig nicht. Dann mehr, weil eben zu viel an Glucose dann in die Zellen hinein gepumpt wird und das ist die Glucose und hier soll die Glucose dann in den Mitochondrien rein und hier soll dann Energie herauskommen. Ich mache es mal als Glühbirnchen, so. Das ist dann die Energie. Und hier machen wir gleich noch das hier, das sind dann die freien Radikale, die Sauerstoffradikale, das sind die Abfallprodukte dann, die dann rauskommen. Und das sollte natürlich im Gleichgewicht liegen. Wenn zu viel Glucose die ganze Zeit gegessen wird, dann sind die Mitochondrien und auch die Zellen irgendwann überlastet, überzuckert. Und die Insulinrezeptoren gehen dann auch hops hier, die sind ja hier drin, wir brauchen ja das Insulin, das ist der Türsteher. Der Türöffner und dann sind die auch irgendwann überlastet, das Insulin ist überlastet, die Bauchspeicheldrüse und dann geht das hier auch langsam dann kaputt, wenn man Pech hat. Ja, also eine Überzuckerung. Dann haben wir nochmal was, wenn zu viel Calcium zum Beispiel dann im Blut ist, das habe ich ja gerade erklärt. Das Calcium, das kann sich unter anderem ablagern in den Gefäßen, dann gibt es Gefäßverkalkungen, also sprich die Sauerstoffversorgung ist dann auch schon nicht mehr so, wie sie sein sollte. Und aber auch
bilden sich natürlich dann die Gefahr für Thrombosen, Embolien, Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter. Angina pectoris wird natürlich erhöht. Aber auch nochmal ein ganz großes Problem, häufig geht das Calcium dann auch in die Zellen hinein. Und Calcium in den Zellen macht einen vermehrten, unter anderem oxidativen Stress. Ein oxidativer Zellstress, sagt man da. Dann werden die freien Radikale hier unten, ich gucke mal, ob man es sieht, doch nochmals erhöht. So, dieser Blitz da unten, das sind die freien Radikale, die natürlich zerstörerisch wirken können. Und der Calcium-Einstrom in die Zellen kann das auch nochmals immens forcieren. Problem ist, dass dann auch häufig zu viel Natrium in die Zellen reingeht. Und dann werden die Zellen auch schwach, weil die Mitochondrien hier angegriffen werden durch den nitrosativen Stress, der hier entstehen kann. Das kann man auch im Labor testen. So, dann geht's weiter. Was haben wir denn noch? Toxine. So, das Schaubild langsam ein bisschen unübersichtlich, aber das ist ja nicht so schlimm. Die Toxine, also Umweltgifte, die dann auch im Blut rumschwimmen, die werden dann in der Leber aufgenommen, über den Darm, Leber oder Lunge oder Haut. Und die gehen natürlich auch ins Blutsystem und die diffundieren dann auch erstmal hier in den Extrazellulärraum und verdrecken den, verschlacken den, kann man auch sagen. Und dann kann auch das Immunsystem nicht mehr so richtig funktionieren, weil das Immunsystem hat, da spielt der Extrazellulärraum hier eine große Rolle. Und das Problem ist, dass natürlich so giftige Substanzen nicht nur Blut und hier die Gefäße von den Blutsystemen, die Zellwände von dem Blutsystem, das Endothel angreifen, sondern natürlich auch die Zellwände hier, die Zellmembranen der Zellen. Das ist ja die Schutzfunktion, das ist ja die Kommunikation der Zelle zur Außenwelt hier, Innenwelt, Zelle, Außenwelt. Und ein Krebs entsteht ja in der Zelle drin. Das Milieu hier verändert sich. Und wenn natürlich die Zellmembran angegriffen wird, dann kann die auch leiden und dann dringt eben unter anderem mehr Kalzium in die Zellen, auch mehr Natrium. Die Insulin und weiteren Rezeptoren, Proteine, Schutzenzyme können kaputt gehen oder gehen dann auch kaputt bei dem Krebsgeschehen. Und Toxine können natürlich dann auch noch in die Zelle hineindringen. Ich schreibe mal hier das Quecksilber hin, so HG. Und diese Toxine greifen natürlich dann auch das Zellinnere an, gell? Auch die Mitochondrien. So, das ist ein ganz großes Problem mit den Toxinen. Dann, das komme ich gleich mal ein bisschen zu was Schwierigerem. Die Zellmembran besteht aus Phospholipiden. Das sind bestimmte Fettsäuren und auch Omega-3-Fette. Zeige ich nachher noch Labore ins Bild. Und das leidet natürlich dann auch. Und die Zellmembran, also die Hülle um die Zelle herum, die hat ein Membranpotenzial, ja, das also eine Zellspannung. Und die sollte gewährleistet sein. Man kann das auch so ausdrücken, ganz einfach erklärt. Eine Zellspannung eines gesunden Menschen, die liegt ungefähr bei minus 70 bis minus 100 Millivolt. Und die eines Krebskranken, die Krebszellen, die haben vielleicht noch eine Zellspannung von minus 15 bis minus 25 Millivolt, also deutlich erniedrigt. Und da fehlt es natürlich dann an Power. Ja, und das sind auch die Mitochondrien, die leiden da genauso drunter unter der erniedrigten Zellspannung und die gehen dann auch dadurch kaputt. Das ist dann die Biophysik, nicht die Biochemie. Und das wird natürlich auch eigentlich in der normalen Schulmedizin überhaupt nicht beachtet. Das sind einfach mal Tatsachen. Ja. Und wenn es auch hier wiederum an Sauerstoff dann fehlt, das habe ich ja gerade erklärt, warum das auch passieren kann und das ganze Milieu übersäuert und toxisch wird, dann verändert sich der Stoffwechsel selber in der Zelle. Und zwar funktioniert es dann folgendermaßen. Die Mitochondrien, die werden schlapp oder gehen sogar kaputt. Man sagt sogar, also Otto Warburg hat es ja auch gezeigt, mit dem Pentosephosphatweg und dem sauren Milieu und der Energiegewinnung in der Zelle, dass die Mitochondrien dann zum Teil wirklich ganz kaputt gehen, also irreversibel geschädigt werden können.
oder auch reversibel, und dann kommt hier deutlich weniger Energie raus, weil der Motor hier, das Mitochondrium, das Kraftwerk ist zu schwach geworden und da kommt hier deutlich weniger Energie raus. Das Glühbirnchen ist dann nur noch ganz klein und das ganz große Problem wie bei einem alten Dieselmotor, der raucht hinten raus, das wären dann die freien Radikale und er hat zu wenig Kraft, der alte Dieselmotor, aber er läuft noch gut, aber wie lange noch? Und die freien Radikale, die nehmen dann zu und die wiederum greifen natürlich auch die Zellmembran an, die greifen die Mitochondrien an. Und wenn die dann noch weiter kaputt gehen, dann kommt hier noch weniger Energie raus, das wird noch stärker und das ist dann so ein Teufelskreis. Und dann passiert eben das mit dem Calcium und die Glucose kann nicht mehr richtig verstoffwechselt werden. Die Glucose muss aber in den Zellen verstoffwechselt werden, sonst geht die Zelle kaputt. Das bildet dann Laktat. Da geht die Glucose, also die Zuckerumwandlung, nicht durch die Mitochondrien durch, sondern die geht dann rüber ins Laktat. Dann haben wir einen Vergärungszyklus hier in der Zelle und dann haben wir eine, da haben wir den Salat, dann haben wir den, das ist ein ganz großer Mist dann. Und so verändert sich dann das Milieu in der Zelle. Und Waltraud Frieda und auch Barbara Wren zum Beispiel haben in ihren Büchern gesagt, dass die Zellen werden innen drin kalt, ja, aber klar, weil zu wenig Energie da ist. Die werden dunkel, weil die Biophotonen in den Mitochondrien und so weiter nicht mehr so vorhanden sind, wie sie sein sollten. Und sie werden sauer, na, durch unter anderem die Laktat- und Pyruvatbildung hier und natürlich durch die Säure per se, die hier auch schon da ist. Also die werden energiearm, das Energieniveau sinkt dramatisch in den Zellen ab. Und die Aufgabe, auch bei einer Krebsbehandlung zusätzlich oder vielleicht sogar die Hauptaufgabe ist, diese Power wieder in die Zellen hineinzubringen. Problem bei Krebszellen ist, wenn das ist eine Krebszelle, die hier Zelle zu Krebszelle mutiert wäre, dann die Säure hier, die bildet dann auch einen Säuremantel um die Zelle herum, um den Krebstumor herum. Der Krebstumor ist sauer und das ist dann so ein Säuremantel und das ist auch so eine Art Schutzfunktion für den Krebs, dass er vom Immunsystem abgeschirmt ist. Ja, das ist eine ganz üble Sache und dann haben die Krebszellen nochmal so eine ganz tolle negative Eigenschaft, die das nennt man Angiogenese, da bilden sich dann neue Bluthaargefäße, also neue Blutgefäße, die zu den Krebszellen hinführen, dass die noch besser versorgt werden. Und die brauchen viel Glucose für die Laktatbildung, so erhalten die sich am Leben, weil die Laktatbildung, die hat auch ein kleines Glühbirnchen hier, die bildet ganz wenig Energie, weil ein bisschen Energie brauchen die Krebszellen ja. Und dann haben wir ja das Problem, dass die Krebszellen dann eben auf Notstromaggregat laufen mit sehr wenig Energie. Die Patienten sind ja auch komplett erschöpft, die Krebspatienten. Und dann haben die auch Angst, dass sie absterben. So kann man sich's vorstellen. Vermehren sich dann anarchistisch, also viel zu stark. Und dann entsteht der Tumor. So kann man sich das vorstellen. Ja. Eigentlich nicht zum Lachen, gell? Gut, ich mache mal weiter. Was auch noch hier eine Rolle spielt, sind natürlich virale und auch bakterielle oder Belastungen, also lebende Pathogene, die natürlich das System hier auch angreifen. Und Viren und Bakterien, aber auch Parasiten, Pilze und so weiter, können eigentlich nur im sauren Milieu leben. Die haben auch übersäuern dann auch und machen natürlich auch eine Entzündung. Und jegliche Entzündung, die im Körper passiert, gab es bei sogenannten Autoimmunerkrankungen, das Rheuma, wo eine Proentzündung entsteht, wie aber auch durch Viren, chronische Virenbelastungen wie Herpesviren oder chronische Bakterien, Borrelien, Staphylokokken, Streptokokken, die machen natürlich auch eine Übersäuerung, eine Überlastung vom Immunsystem. Ich darf dazu sagen, dass Krebszellen, die man sagt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ich habe es mal so gehört, aber dass circa 1000 Krebszellen am Tag bei jedem Menschen entstehen, vielleicht sind es auch deutlich mehr, ich weiß es nicht, aber es entstehen täglich Mutationen im Körper und das Immunsystem kann die dann auch abfangen. Das TH1-Immunsystem, das Antikrebs- und antivirale Immunsystem. Und irgendwann, wenn das dann zu viel wird, dann kann das Immunsystem da auch, dann ist das überlastet. Dann spielen natürlich noch weitere Faktoren eine Rolle. Ich gehe mal kurz drauf ein. Ich möchte das Mikrobiom hier nicht vergessen. Ich mache das mal ein bisschen größer jetzt wieder.
besser gesagt kleiner. Ich möchte das Mikrobiom jetzt hier nicht vergessen. Das Mikrobiom spielt in Sachen Immunsystem und Nährstoffaufnahme etc. eine wahnsinnig große Rolle. Sogar bis in die DNA-Reparatur, bis in die Genetik, Epigenetik. Und deswegen ist es immer wichtig, auch den Darm zu behandeln. Das möchte ich hier nicht vergessen. Dann natürlich die Mikronährstoffe, die hier eine große Rolle spielen. Unter anderem brauchten wir alle die Mikronährstoffe unter anderem für die Mitochondrien, dass die gut funktionieren können, wenn die kaputt gehen. Das kann auch zusätzlich passieren durch einen Mikronährstoffmangel, wenn Patienten völlig erschöpft sind oder auch, egal ob es eine schlimme Operation war oder ob es ein Krebs ist oder ob es eine komplette Erschöpfung, einfach ein Burnout ist und die Mitochondrien schlapp machen. Dann fehlt es häufig natürlich auch an Mikronährstoffen hier in den Mitochondrien. Da gibt es so mitochondriale Substanzen wie Coenzym Q10 oder NADH oder Magnesium, Schwefel, Eisen und so weiter. Da gibt es verschiedene Substanzen, wie das Auto Öl und Kühlflüssigkeit und Benzin braucht. Und natürlich Sauerstoff ist extrem wichtig. Wir müssen Sauerstoff in den Körper reinbringen. Deswegen ist das auch ganz, ganz wichtig. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Therapieformen oder einfach mal im Wald spazieren gehen, wenn es noch geht. Dann die Zellmembran. Er braucht auch bestimmte Stoffe, unter anderem habe ich ja gesagt Phospholipide. Phosphatidylcholin ist zum Beispiel im Lecithin drin und auch weitere Phospholipide in der Nahrung. Das sind also bestimmte Fette und auch Omega-3-Fettsäuren. Ne? Und da sage ich gleich noch Labore hier ins Bild, da hier auch ein großer Mangel besteht. Wir leben also wirklich in einem Mangelzustand von diesen ganzen Stoffen. Ja? Ich habe ja zum Beispiel auch jetzt erst vor ein paar Tagen das Video gemacht über das Vitamin K2, das mit dem Kalziumstoffwechsel hier eine große Rolle spielt. Und Vitamin D, da ist auch ein Mangel da. Und das Wissen viele Ärzte gar nicht. Und wenn sie es nicht wissen und dann sagen, ja Moment mal, das ist nicht notwendig, Herr oder Frau Patient, Patientin, das ist nicht notwendig, das braucht man nicht, dann ist es eigentlich eine Aussage aus einer Unwissenheit heraus. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil wenn derjenige Therapeut das wissen würde, würde er das nicht sagen, sonst würde er lügen. Ja? Also dann wissen sie es nicht und sagen irgendwas. Und das darf ich jetzt mal hier auch nochmal sagen. Ich bin seit über 20 Jahren im Beruf als Arzt und ich habe zu Beginn meiner Karriere auch manchmal Dinge gesagt, wo ich nicht richtig wusste, aber glaubte, ich weiß es und habe dann dem Patienten irgendwas erzählt. Ja, Gott sei Dank nie was Schlimmes, aber gerade im Thema Schwermetalle, da habe ich mich da nicht so ausgekannt, da habe ich gesagt, das ist doch nicht so wild, ja, zum Beispiel. Habe ich auch gesagt, das war falsch. Dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich halte es meinen Mund, wenn ich nicht Bescheid weiß und was ich sage, das muss Hand und Fuß haben. Weil das, wenn ich Patienten behandle, die Gesundheit und einen Menschen, ich repariere ja kein Auto, der muss auch wissen, was er tut, nichts gegen Automechaniker. Aber ich finde es halt schon extrem wichtig, dass der Arzt und Therapeut auch weiß, was er tut. Und da nicht irgendwie aus einer vielleicht Arroganz oder Hochmütigkeit heraus sagt, das ist Quatsch hier und das ist Blödsinn. Und das sagen sehr viele Ärzte. Sehr viele Ärzte sagen, das ist Quatsch hier, was ich hier erzähle. Ich kann das Schaubild jetzt noch weiter machen, aufzeichnen. Es wird dann noch viel, viel komplexer. Diese Zusammenhänge sollten verstanden werden. Oder es sollte der Mund gehalten werden. Gut, und dann sollte man eben kooperativ behandeln. Und dann, ich schicke ja meine Patienten auch, wenn ich sage, der braucht eine Sonographie oder einen Ultraschall, zu einem guten Arzt, der das auch gut macht, weil ich habe hier kein Sonographiegerät. Ich sage dann auch nicht, das ist Quatsch, die Sonographie braucht man nicht. Du verstehst, was ich meine, okay? Gut. Wichtig sind hier auch noch Proteine zu erwähnen, natürlich, und zwar Aminosäuren, die der Körper hier braucht, und bestimmte Proteinstrukturen, außer den Fetten und auch, wenn Zucker, man soll natürlich auch Kohlenhydrate essen, das muss ein guter Zucker sein, möchte ich sagen. Da haben wir hier ganz viel mit der Ernährung zu tun. Und jetzt geht es mal weiter. Ich
gehe nochmal auf die Zellmembran und mitochondriale Membran ein. Die brauchen Elektronen, die brauchen freie Elektronen für den Zellmembranpotenzial. Ja, wie kriegen wir denn die in den Körper rein? Ja, die freien Elektronen, die dann ja fehlen in einer Schwäche und die Zellmembranpotenzial dann runtersetzen, durch unter anderem die Ernährung. Und zwar nur Rohkost beinhaltet noch freie Elektronen. Sobald wir das Gemüse und Obst kochen oder erhitzen, sind die weg. Und in jeglicher industriell verarbeiteter Nahrung sind die weg. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Massentierhaltung. Die meisten tierischen Lebensmittel kommen aus der Massentierhaltung. Das ist einfach, das isst man nicht, das macht man nicht. Man isst keine Massentierhaltung. Also wenn du in den Supermarkt gehst und da die langen Regale mit Milchprodukten und Fleisch und Wurst siehst, dann drehst du um und gehst da weg. Und holst dir auch gar nicht die Energie, indem du durch die Regale durchläufst. Das ist nämlich eine ganz miese Energie. Das ist nicht gut. Und dass in diesen tierischen, industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln, das sind ja Tierfabriken, dass hier noch irgendwelche Stoffe drin sein sollen, die gesund sind, das ist auch natürlich Quatsch. Da ist auch kein, das habe ich ja erklärt, auch kein Vitamin K2 mehr drin. Da ist auch, sind keine gesunden Fettsäuren mehr drin. Das funktioniert so nicht. Die Evolution hat es schon richtig gemacht. Vor 10.000 Jahren war das noch völlig in Ordnung. Wenn du sagst, du hast die Kuh hinten im Garten stehen bei dir und die weidet, frisst auf einer grünen Wiese in deinem Garten, dann ist das eine andere Geschichte. Dann geht es weiter. Ich habe die Toxine erwähnt. Die Toxine, woher kommen denn die? Die kommen unter anderem aus der Luft, unter anderem durch das Gespritzte. Man spritzt sie auch. Glyphosate enthalten auch Arsen, soviel ich weiß, oder andere giftige Metalle, aber auch Glyphosat per se und so weiter, Pestizide, Herbizide. Natürlich, man hat festgestellt, dass wir auch Nanopartikel, Aluminium-Nanopartikel in der Luft haben. Da gibt es Studien, gut. Dann in den Leitungen, das Leitungswasser und so weiter. Also wir haben die Toxine, kriegen wir von überall her. Wir leben in einer absolut toxisch belasteten Umwelt. Deswegen machen ja auch viele Krebstherapeuten Entgiften. Und die Entgiftungsfaktoren in unserem Körper sind dann überlastet, die Entgiftungssysteme, da wir mit so vielen Giftstoffen, auf die wir genetisch gar nicht programmiert sind, belastet werden. Und die Leber kann kein Quecksilber entgiften, die kann auch kein Aluminium entgiften. Das kann die nicht. Sie weiß nicht, wie das geht. Und das geht dann ungefiltert rein, hier in den gesamten Körper, ins Gehirn und so weiter. Und man weiß ja heutzutage auch, dass viele Toxine eben Krebs erzeugen können und damit im Geschehen involviert sind. Dann natürlich, ich habe die Säure schon erwähnt, dass der Körper übersäuert, das Milieu verändert sich. Das Blut muss auf dem pH-Wert von 7,4 gehalten werden. Wenn sich hier schon was verändert, wird es lebensgefährlich, aber der Körper kann übersäuern. Es gibt auch solche Anzeichen für so Übersäuerungen, wie zum Beispiel Zellulite. Das ist unter anderem eine Übersäuerung vom Gewebe. Und oder wenn die Leute so ein bisschen aufgeschwemmt aussehen, auch wenn sie zu dick sind, die sind auch meistens dann übersäuert, weil Fett man wird ja auch nur dick, wenn dann zu viel Kohlenhydrate die ganze Zeit gegessen werden, unter anderem. Und das übersäuert halt auch. Also Kohlenhydrate selbst, habe ich ja hier erklärt, übersäuern auch über die Laktatbildung. Und nicht zu vergessen, das viszerale Fettgewebe, also Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm, das heißt, dass auch die Leber verfettet. Und wenn die Leber zum Beispiel verfettet und die Bauchspeicheldrüse, dann kann die nicht mehr richtig funktionieren. Da ist sie in ihrer Funktion schon mal eingeschränkt. Und das ist eine Vollkatastrophe. Und das haben 9 von 10 hierzulande schon leider. So sieht die Studienlage aus. Und da braucht man nur 1 und 1 zusammenzählen. Es gibt dann nun mal 2. Und 2 heißt, es gibt dann Krebs. Das sind die Türen und Tore weit geöffnet für den Krebs bei vielen, vielen Menschen hierzulande. Und ja,
ist eigentlich nichts zu lachen hier. Okay, dann komme ich noch ganz kurz auf den Elektrosmog zu sprechen. Auch Elektrosmog, der geht ja dann quasi durch den Körper durch. Das sind ja solche quasi Mikrowellenstrahlungen, kann man sagen. 3G, 4G, 5G und weiteres. Und die wirken einfach, die schalten die Schutzenzyme aus, die Zellmembran, die mitochondriale Membran wird angegriffen durch diese Strahlung. Auch das Wasser, die Flüssigkeit in den Zellen, also intrazelluläre Flüssigkeit, extrazelluläre Flüssigkeit, wird verändert in ihrer Struktur, die Struktur des Wassers wird verändert, der Flüssigkeit. Und das ist nicht gut, weil wir brauchen ein strukturiertes Wasser in unserem Körper, das zu unserem Körpermilieu passt. Und dann, ja, der Körper hält viel aus, aber ein Krebs entsteht meistens 10 bis 20 Jahre vor der Erstdiagnostik. Also wenn ein Patient kommt und sagt, jetzt habe ich seit gestern Krebs, so ein großer Mist, das stimmt nicht, der hat den Krebs schon lange. Also, und das ist das große Problem. Also wir haben so und so viele Krebsdiagnosen in einem Land oder in einer Bevölkerung, in Prozent. Aber wie viele Dunkelziffern, die den Krebs schon haben und dann irgendwann diagnostiziert bekommen, gibt es denn? Wow, das sind viele. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und also Elektrosmog ist ganz großer Mist. Der spielt hier leider auch noch mit rein. Wir haben 1 Million Mal mehr Strahlung als 1980 heutzutage. Oh, also 1 Million Mal mehr Elektrosmog als 1980. Und auch die Toxine sind so gewachsen. Da gibt es Studien drüber. Und die Ernährung ist immer noch schlechter geworden. Da wird nichts gemacht. Man weiß Bescheid, es gibt genügend Studien. Man macht nichts, nichts, nichts. Ganz im Gegenteil, man versucht noch hier irgendwie das alles schön zu reden und dass man noch mehr prozessierte Nahrungsmittel verkauft und noch mehr Medikamente und so weiter. Dann darf ich das Thema Medikamente auch noch anschneiden. Auch Medikamente können als Toxine wirken, die übersäuern eben einfach mal ganz salopp gesagt. Die haben aber auch noch andere Nebenwirkungen, die beachtet werden sollten und dürfen. Ich sage ja es auch nicht, Leute nehmen keine Medikamente mehr. Das sage ich ja gar nicht. Aber bitte, man muss darüber Bescheid wissen. Ich habe mit einem Bekannten meiner Mutter gesprochen vor ein paar Tagen. 83 Jahre alt und meine Mutter auch 83 Jahre alt. Kleines Beispiel. Und dieser sehr nette Herr, sehr gebildet und klasse, also ich habe mich gern mit ihm unterhalten, hat mir dann erzählt, er nehme 16 verschiedene Medikamente jeden Tag ein. Also allopathische, schulmedizinische Medikamente. Blutdruck, Cholesterin, Diabetes, also Zuckermedikamente, Diuretika etc. pp. 16 verschiedene. Das kann man mal ausrechnen, was das im Monat kostet. Da könnte man sich ganz, ganz locker einen Porsche drum kaufen oder finanzieren in einem Jahr, was diese Medikamente allein kosten. Aber um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass das natürlich nicht gesund ist. Und meine Mutter, die kein einziges Medikament nimmt mit 83 und Mikronährstoffe einnimmt und sich gesund ernährt. Sie hört da auf mich. Sie hat da also einen guten Arzt, der in die Richtung halt gut denkt, nämlich mich, und nimmt kein einziges Medikament. Und sie hat dem Bekannten dann auch manchmal gesagt, sie kennt ihn schon länger, lass doch mal, oder guck doch mal nach deinen Medikamenten, geh mal zum Arzt und frag, ob du das eine oder andere auch weglassen kannst. Er hat ihr dann mal so ein bisschen genervt geschrieben, sie soll doch ihn jetzt in Ruhe lassen, weil er ist da überfordert und er möchte doch seine Medikamente weiternehmen. Das ist so eine Denkweise, dass die Menschen glauben, ohne die Medikamente würden sie krank werden. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch Arzneimittel als Mikronährstoffräuber, was Ihr Arzt oder Apotheker Ihnen sagen sollte. Ist so ein kurzes Buch vom Uwe Gröber, das kann man sich auch mal kaufen. Und da sind eben ganz tolle Themen drin, das sind Dinge, die spielen hier eine riesengroße Rolle. Auch noch das. Ja? Und das möchte ich aus dem Grund sagen, weil das ist die Medizin hierzulande.
Und das Problem ist, dass dann eben nur die häufig gemacht wird. Das fängt von der Antibabypille an, geht übers Antibiotikum zum Antidepressiva, zu Blutdrucksenkern, also Antihypertonika, zu Cholesterinsenkern, Cholesterinsenker, Diabetesmittel, Harndiuretika, Kardiaka, Antiepileptika, Cortison, Krebsmedikamente wie Chemotherapeutika, Zytostatika, Säureblocker, Magen-Darm-Mittel, Osteoporosemittel, Psychostimulantien, Schilddrüsenmedikamente und so weiter, sollte jeder Arzt eigentlich wissen. Ich möchte keine Werbung machen, ich habe davon nichts, aber ich zeige es mal in die Kamera, wie das Buch aussieht. Ja, kostet nicht viel, wie viel kostet es denn? Steht nicht drauf, ein paar Euro kosten hier. So. Ich könnte hier noch ganz viel sagen. Ein weiterer Grund, warum Krebs entsteht, hin kann. Ich lese mal auf dem Buch von der Waltraud Frieda vor. Eine Krebsärztin, sie lebt leider nicht mehr. Ich habe noch Fortbildungen bei ihr machen dürfen. Sie hat schwerst krebskranke, austherapierte Krebskranke behandelt und hatte große Erfolge. Und unter anderem steht hier in dem Buch, gell, das Leben ist permanent bedroht. Was ist Krebs? Kurze Bestandsaufnahme zum Thema Krebs und die Krebsentstehung. Und dann geht es weiter mit Adrenalin, Immunsystem, Insulin, paraneoplastische Hormonveränderungen, Säure-Basenhaushalt, Stress, Phasen der Krebsentstehung und dann die Therapie hierzu. Ja? Und zur Therapie darf ich auch gleich mal was vorlesen. Die Diät, also Ernährung, immer die Ernährung, macht sie sehr gut in dem Buch hier. Säure-Basen-Verhältnis spricht sie an. Wie können wir das behandeln? Noch zusätzlich, es reicht da die Ernährung meist nicht. Wiederherstellung der Adrenalinproduktion, Enzyme, Vitamine, Hormone und so weiter. Jetzt, ich schlage kurz das auf. Hier, die Krebsentstehung. Das lese ich mal kurz vor und dann ich zeige gleich noch Labore ins Bild, auch zu dem. Bösartige Tumore, also Malignome, entstehen durch Mangel, unter anderem durch Mangel, muss ich es hier dazu fügen, des Hormons Adrenalin. Zu diesem Mangel kommt es durch gehäuften, lang andauernden Stress in unserer Gesellschaft. Ängste und Stress. Ohne hinzureichende physiologische Abreaktion, das heißt, dass wir wieder in eine Balance kommen, Yin und Yang im Gleichgewicht, der zur Erschöpfung des Adrenalin produzierenden Systems führt und zu einem zudem noch übersäuerten, durch Krebs, damit krebsfördernden Gewebemilieu, begleitet von einer herabgesetzten Immunlage. Habe ich ja gerade erklärt, das schreibt sie hier. Schon viele Jahre vor Auftreten, viele Jahre eines malignen Tumors führt übermäßiger, vor allem aber lang andauernder Stress zur ständigen Überproduktion des Hormons Adrenalin und als Konsequenz daraus schlussendlich zum langsamen Versiegen der Funktion des Adrenalinsystems, in welchem es produziert wird, neben den Hormonen Noradrenalin und Dopamin. Ich zeige gleich Werte hier. Der Ausfall von Adrenalin im Stoffwechsel hat, wie man leicht einsehen kann, dramatische Folgen und er ist nach meiner Ansicht der entscheidende Ausgangspunkt für die Bildung einer ersten malignen Zelle und schließlich von Tumoren. Diese lebenswichtige Aufgabe von Adrenalin im Organismus wird aus seinen Aufgaben ersichtlich und es hat ganz viel dann mit dem Zuckerstoffwechsel zu tun. Die erste wichtige Aufgabe ist der Beitrag des Adrenalins zur Regulierung des Zuckerstoffwechsels, das habe ich auch vorhin erklärt. Also das sind dann so auch so Hintergründe. Ich zeige das Buch ganz kurz in die Kamera, wenn es interessiert. Du sollst es scharf stellen, so heißt das Buch. Ein kleines Büchlein. So, es stellt es nicht scharf. Ich hätte sie gerne noch gezeigt, die Waltraud Frieda, weil sie eine hervorragende Ärztin war, ist. So, jetzt stell es mal scharf. Wie gesagt, sie ist schon verstorben. So. Ja, so, ich zeige es hier gleich mal. Ein Labor, weil wir es gerade von dem gesprochen haben. Ein Adrenalin hier. Ich habe es extra vorhin ausgedruckt, als ich diesen Vortrag, ich habe ihn nicht vorbereitet, aber ich habe mir kurz Gedanken darüber gemacht. Dachte, ich muss das wirklich ein Video nochmals drüber machen, weil das so wichtig ist. So. Hier sehen wir, das hoffe ich, das ist schön,
angeleuchtet wird und auch scharf gestellt wird. Ich mache das mal so, dass man es besser sieht. Hier haben wir ein Labor von dieser Hormone. Und ich lese das mal vor. So, Entschuldigung, ich muss selber ein bisschen gucken hier in die Kamera, dass man es einigermaßen sieht und auch scharf ist. Hier haben wir das Adrenalin hier oben. Da ist Adrenalin getestet und wir sehen, das Adrenalin bei 1,7 Mikrogramm pro Gramm sollte also mindestens mal bei 5 liegen. Ist also total erniedrigt. Da haben wir den Adrenalinmangel. Den Noradrenalinmangel par excellence bei 6,9. Der sollte bei mindestens 32 oder 40 liegen, das Noradrenalin. Und auch das Dopamin hier ist komplett unten, wie auch das Serotonin hier oben. Also hier haben wir es ist eine Vollkatastrophe, was wir hier sehen. Und das sehe ich oft. Das ist schon mal so eine Sache, wenn man so dann durch diesen andauernden Stress ein paar Jahre lang rumläuft. Dann ist in der Türe und Tore weit geöffnet, Türen und Tore weit geöffnet von den Krebs. Und hier sehen wir noch das Cortisol im Tagesprofil. Hier sehen wir auch einen Mangel an Cortisol. Das ist ja dann auch eine Nebennierenschwäche. Dieser grüne Balken hier, der sollte von da oben runtergehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist der gelbe hier. Und der ist also, da liegt da nieder, da wird gar kein Cortisol mehr gebildet. Das sieht man auch hier oben, sind alle drei Werte im tiefroten unteren Bereich. Das ist natürlich gar nichts. Mittags ist es noch ganz okay, aber das spielt hier keine Rolle. Das ist hier morgens, der Wert muss oben sein. Das funktioniert schon von A bis Z hier nicht mehr. Das war übrigens der gleiche Patient hier. Ja, gut. Ich hoffe, du hast es jetzt ein bisschen kapiert, warum das so wichtig ist. Ich habe mal ganz einfach so mal noch ein paar Laborwerte hier rausgesucht, die ich eh schon in Videos gezeigt habe. Das zeige ich jetzt auch nochmals. Ein paar Werte, die hier, genau hier, da mit reinspiegeln. Da. Also, ganz kurz hier mal. Hier sehen wir den Glutathionstoffwechsel. Hier, das war, wo ich so pink angezeichnet habe. Komplett am Boden. Glutathion ist extrem wichtig für unseren Körper auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und oben sehen wir das LPPLA2. Moment, ich muss es weglegen, dass ich es hier zeigen kann. Das LPPLA2, das sind schon Gefäßverkalkungen. Hier sehen wir eine Superoxidismutase, die hier in Ordnung ist, die im Vorwert eine Katastrophe war. Die war ganz unten. Wir haben ja hier auch schon eine Behandlung gemacht, aber das ist natürlich hier gar nichts. Gell? Das ist also... Weitere Werte, hier sehen wir, was das Mikrobiom spielt eine große Rolle in Nahrungsmittelunverträglichkeit. Leaky Gut-Syndrom hat Dr. Johannes Koya publiziert, international in vielen Studien. Hier sehen wir einen ganz dicken roten Balken, das sind Gluten, Milch und Eier hier getestet. Und hier Histaminprobleme ohne Ende. Und ja, hier unten sehen wir noch einen Bohrwert, der nicht gut ist. Also das ist halt nichts, gell? Also wenn das Auto so aussehen würde, dann würden sämtliche rote Lämpchen schon aufleuchten, gell? Moment, ich darf kurz schauen. Ja, hier habe ich nochmal was. Hier sehen wir einen bioenergetischen Gesundheitsindex. Hier sehen wir die Mitochondrien da selbst. Hier sehen wir ein Protonenleck, das heißt man könnte mal die Vorwerte anschauen, der Patient wurde ja schon behandelt hier. Das Protonenleck war eine Vollkatastrophe. Das ist die mitochondriale Membran und der Atmungszyklus. Ja, die Brennkessel. Die waren komplett, also es sind ganz schlechte Werte hier. Und der maximale Sauerstoffverbrauch war komplett erniedrigt. Und die ATP-Produktion bei 78 hier. Hier die Werte. Also Wahnsinn, Wahnsinn, echt. Wir haben es behandelt, hier sieht es deutlich besser aus. Ja? Das war dann ein halbes Jahr später. Aber so laufen die Leute rum, dann wundern sie sich. Und wir sehen hier auch mal ich habe von der Zellmembran gesprochen, wir sehen hier mal die Omega-3-Fette hier, die ganz unten waren. Und hier dann leicht besser, aber immer noch im roten Bereich. Viel zu wenig gemacht dann. Und die Oxidation, das oxidierte LDL. Ja, super hier. Ja, und das darf ich auch nochmal hier kurz zeigen, weil das die Oxidation, die Lipidperoxidation, also die Oxidation, die hier entsteht, weil diese freien Radikale, die greifen ja dann
auch Fette an. Ne? Und dann oxidieren Fette und die Fette, ich habe ja gesagt, dass die Zellmembran aus Fetten besteht. Ja, dann wird die Zellmembran angegriffen. Das nennt man Lipidperoxidation. Das kann man im Labor testen. Und das sieht man dann. Und dann haben wir den Salat. Hier haben wir nochmal Omega-3-Fette. Jetzt muss ich es wieder umstellen. So. Hier haben wir Omega-3-Fette. Hier. Es ist ein Unding. Und Vorwerte schlecht und bei der Kontrolle auch schlecht. Da frage ich mich, warum die Patienten überhaupt zu mir kommen, wenn sie nichts machen. Weil das ist einfach zu beheben. Es ist, habe ich auch gesagt, was. Da kann ich auch mal eine Zeit für andere Patienten dann nehmen, wenn sie nicht auf mich hören. Hier oxidiertes LDL, wahnsinnig erhöht gewesen und ein bisschen besser geworden in der Zeit. Einen Selenwert hier unterirdisch und hier immer noch unterirdisch. Ja, was hat denn der Patient eigentlich gemacht in der Zwischenzeit? Und wenn sie dann mir sagen, ja, ich habe das alles gemacht, was Sie gesagt haben, dann sage ich, nein, dann lügen Sie mich an. Dann haben wir hier so eine erhöhte Lipidperoxidation. Na, das ist, und dann haben wir hier eine Superoxidismutase, die nicht mehr auffindbar ist. Und was macht die Superoxidismutase? Die Superoxidismutase baut diese Dinger hier ab, diese freien Radikale, zu Wasser, H2O, innerhalb von Millisekunden normalerweise. Aber bei Patienten, die so eine Superoxidismutase haben, mit dieser Patientin, kann das bis zu 14 Stunden dauern. Ja, dann haben wir den Teufelskreis hier, deren Circulus Vitiosus, wie man das in der Medizin nennt. Und dann sind Türen und Tore weit geöffnet. Oder hier, was sehen wir hier? Also ich habe einfach mal ein paar Werte genommen. Ne? So jetzt hier. B6 im Mangel, B12 im Mangel, Q10 im Mangel, Vitamin D3 im Mangel, Folsäure, okay. Mangel, Mangel, Mangel. Und Ferritinmangel. Extrem niedrig bei 11. Ja, das ist doch hier nichts. Warum ist der Ferritinmangel da? Und dann sind noch so Risikofaktoren wie HLA B27 positiv. Das sind genetische Risikofaktoren, die dann auch noch da sind. Die spielen auch noch eine Rolle. Die Epigenetik und die Genetik im Krebsgestehen. Geschehen. Entschuldigung. So, hier nochmal ein letzter Wert. Bor, nicht auffindbar. Bor. BOR. Omega-3-Fettsäuren. Katastrophe. Alle unten. Das sind Bilder, die sehe ich tagtäglich. Bei meinen Patienten, die zu mir kommen, und da das muss ich auch sagen, meine Patienten sind häufig ja, wenn sie zu mir kommen, ja schon interessiert. Jetzt überleg dir mal, dass in unserer Bevölkerung viele Menschen gar nicht wissen, was Vitamin C ist oder Vitamin D, geschweige denn Vitamin K2, weil ich da gerade ein Video darüber gemacht habe, geschweige denn, dass Ärzte, die rein schulmedizinisch arbeiten und in ihrem Feld nur die Schulmedizin vorherrscht und das ist wie eine Wand, wo Schulmedizin draufsteht, wo sie aber niemals rechts oder mal drüber gucken. Oder wie ein tiefes Tal, in dem sie wohnen. Und da muss man halt mal auf den Berg hochlaufen und gucken, was es sonst noch so gibt. Gell? Das machen die aber nicht. Die bleiben in dem Tal von Beginn ihrer Geburt bis zum Ende und kennen dann nur das, was in diesem Tal ist. So kann man sich das bildlich als Analogie vorstellen. Das ist jetzt keine Kritik, aber das ist halt eine Tatsache. Und ich finde es nicht gut, dass solche Geschichten übersehen werden und auch nicht empfohlen werden. Klar kann ein Hausarzt hier nicht es anfangen, über diese Themen hier zu referieren mit seinen Patienten. Klar kann er das nicht. Aber ich habe zum Beispiel mal in einer großen Allgemeinarztpraxis gearbeitet und mein damaliger Chef, der also Inhaber dieser Praxis, ich habe als Assistenzarzt dort gearbeitet, der hat wenigstens seinen Patienten jedem gesagt, nehmen Sie doch mal Vitamin D ein und Vitamin C. Das hat er gesagt. Und er hat es auch oft getestet, hat gesagt, es kostet 30 Euro, sollen wir es testen oder nicht. Und er hat es wenigstens kurz angeboten. Und er hat auch häufig eine mikrobiologische Stuhluntersuchung gemacht, den Darm gecheckt, den Homozysteinwert hat er immer getestet, hat er immer gesagt, test bitte immer den Homozysteinwert, dann siehst du auch gleich, ob die B-Vitamine in Ordnung sind, kostet 14 Euro, ist okay. Also er hat da ein bisschen was gemacht in einer Praxis, wo er auch 60 bis 70 Patienten am Tag gesehen hat und ich auch. Und ich habe das dann übernommen, ich mache es halt ein bisschen genauer. Und du siehst, dieses Chaos hier, das sollte zusammengefügt werden, das Puzzle.
und dann die richtigen Dinge herausgenommen werden und dann therapiert werden. Aber als absolute Basis ist immer die Ernährung mal zu nennen. 50% Minimum sollte aus vegetarischer Rohkost bestehen, möglichst bio. Und die restlichen dann weitere 30% aus Obst und Gemüse, auch dann erhitzt. Viel grünes Blattgemüse, viel grünes, viel buntes Gemüse, also mehr Gemüse als Obst bitte. Und die restlichen 20% kann man dann auch mal was anderes essen, aber bitte dann auch gesund. So kann man sich es ungefähr vorstellen. Aber ein Krebskranker sollte da nochmals ganz anders behandelt werden. Da gibt es spezielle Kliniken, da kenne ich ein paar, die haben sich darauf spezialisiert. Die behandeln auch austherapierte Krebsfälle. Da kommen die aus der ganzen Welt. Die ganz guten, die ich kenne, die sind in der Schweiz, aber es gibt auch hier in Deutschland welche und in Österreich. Also, ja, aber da muss man auch dann häufig das Geld haben und die Zeit und auch mal einen Platz erstmal bekommen in der Klinik. Also das ist halt so eine Sache. Deswegen sage ich hier, mach jetzt schon was, kümmere dich jetzt um deine Gesundheit. Sieh die Gesundheit als Geschenk und mach dir selber das Geschenk der Gesundheit. Wenn du noch vermeintlich gesund bist, nimm das ernst, was ich hier sage. Ich würde mich sonst nicht am Sonntag früh, nämlich heute Sonntagmorgen um 8 Uhr, hier hinstellen und so ein Video machen. Ich hätte auch anderes zu tun. Gell? Also das ist jetzt hier meine Take-Home-Message hier. Macht was, tut was. Ich habe wirklich schon viele Videos hier auf unserem Kanal reingestellt, wo ich diese Themen noch viel genauer erklärt habe. Das war jetzt einfach mal ein ganz freies Video von mir erzählt. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich, möchte mich bedanken fürs Zuschauen und Zuhören und wünsche dir wirklich viel, viel, viel Gesundheit. Nimm diese Dinge hier ernst, wenn du gesund bleiben möchtest. Und ich weiß es nicht, warum man sagen sollte, ich möchte es krank werden. Also nimm diese Dinge hier ernst, hinterfrage auch mal irgendwelche Therapieformen und ähnliche Dinge. Jetzt nochmals zum Krebs zu kommen, das habe ich von ganz vielen Patienten schon gehört, dass der behandelnde Arzt dann zu den Patienten gesagt hat, wenn sie das und das nicht machen, Strahlentherapie, Chemotherapie etc., dann können sie sich gleich einen Sarg kaufen. Das finde ich nicht in Ordnung, ganz ehrlich. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und dann habe ich Patienten, die haben gesagt, nö, ich kaufe mir keinen Sarg und ich mache das aber auch nicht. Und dann sind die wieder gesund geworden. Es ist jedem seine eigene Sache, da muss halt abwägen. Aber ich möchte nur sagen, Ärzte machen auch häufig Angst. Ja, sagen, wenn sie das nicht machen, dann. Und das ist dann auch nicht in Ordnung. Aufklärung ist wichtig. Deswegen werde selber zu deinem eigenen Arzt, dass du selber dein eigener Arzt sein darfst. Geh zu Ärzten und Therapeuten, Heilpraktikern und frag nach und mach dir selber ein Bild. Also wirklich Mut zur Eigenverantwortung ist wichtig. Und natürlich das Wissen. Man muss es ja wissen. Das ist ja das, was ich zu meinen Patienten sage. Ich gebe das Wissen. Ich bin das Instrument des Wissens. Hat da mit meiner Person nichts zu tun. Und gebe das weiter und dann dürfen die entscheiden. Ich gebe immer nur Empfehlungen. Ich sage nicht, Sie müssen jetzt die Therapie machen, ich empfehle Ihnen diese Therapie und erkläre dann auch, warum und wieso. Ja. Gut, also viel Licht, viel Liebe, viel Gesundheit, viel Heil und viel Segen für dich. Fang heute an, etwas zu tun und schau dir gerne die weiteren Videos hier an. Ich werde unter diesem Video ein paar verlinken, die ich jetzt für dieses Thema hier konform finde. Vielen Dank.